Hallo, Eduard. Was tippst du denn da, Feinet, hä? Und Mensch, scheiße, meine Suppe! Guck mal, du altes Arschloch! Darmverschluss. Darmverschluss? Das wäre ja bei Durchfall nicht schlecht. Entschuldigen Sie, wo ist denn bitte die Darmtoilette? Entschuldigen Sie, wo ist denn bitte die Darmtoilette? Hands nicht auf den, der hat doch einen Knall. Hands nicht auf den, der hat doch einen Knall. Das klingt aber nett in Frage, dass mir das Klopapier aus der Ostzone jetzt verschmeiße. Wann's alles, dann meinst welche. Mach mit Arschtest. Sie haben Ihren Busen auf der Straße verloren. Sie können ihn bei mir abholen. Was habe ich? Meinen Busen verloren? Passen Sie mal auf, dass Sie ihn nicht verlieren. Hallo? Stopf dir deine Gummibärchen in den Hintern. Dann zähl bis 100 und dann ruf deine Mami, du Armleuchter. Die Frau hat doch Hühnerbrüstchen gehabt. Ganz klar Hängebüßchen. Ich will jetzt meinen Drink. Was jetzt denn da zu lachen? Die mit dem dünnen Po, die lachen immer am lautesten. Was ist denn das? Das ist doch kein Arsch. Das ist ein Arsch. Das ist ein Arsch. Küss den. Küss den Arsch. Ei, was dann? Was soll ich dann jetzt sagen? Was soll ich denn jetzt zu dem Ganzen hier sagen? Ich hab doch sowieso keine Wahl. Da wird sich hinterher, wenn mir durch den Kakao gezogen. Ja, natürlich, ich seh's ja ein, aber gucken Sie doch mal. Mit so einem kleinen Po und so einem Eierkopf, da musste man den doch auf die Titelseite setzen. Verstehen Sie das jetzt? Oh ja. Ja, jetzt seht das Problem. Mhm. Der Sache werden wir jetzt mal auf den Grund gehen. Sagen Sie mal, bei Ihnen klemmt es wohl. Verarschen kann ich mich alleine. Wenn ich rauskriege, wer Sie sind, dann krass aber. Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte, als mich am Telefon von Knallköpfen belagern zu lassen. Mensch, ihr kriegt das kalte Kotzen. Na klar, hab ich geübt. Ich kann halt keinen Spagat mehr. Frau Hilde Meiering muss sich weiterhin mit ihrer Vorkriegsgarderobe, die ihr ihre Großmutter damals vor dem Mauerbau zur Hochzeit schenkte, begnügen. Wissen Sie, wenn Sie nächstes Mal kommen, haben wir vielleicht ein bisschen Deutschland. Oh, Englisch. That would be cool. Arschlöcher. Ich kann Deutsch. Na, ich doch. Ach, Geld allein macht auch nicht glücklich. Man muss ja nicht allein bleiben. Lautere neue Studie ist Impotenz vererbbar. Ja, bläht halt auch. Na klar, geht heute mit dem Radkick mal. Ah! Sag mal! Ich glaub, dich haben wir nicht mehr lange. Du spinnst, wer macht die Tür auf? So kann ich doch nicht zum Geburtstag gehen. Ah! Bekommen Sie genug Schlaf? Und wie regelmäßig ist Ihr Stuhlgang? Stuhlgang? Sie meinen wohl Kacken. Schutzmann! Der Kasper rett wie der Schweinisch! Die Altsau! Kann ich bitte mit Erna Sack sprechen? Erna Sack? Ja, ist die da? Die kann jetzt nicht. Aber du weißt du was? Wenn du nichts zu tun hast, kannst du da vorbeikommen, so ablösen. Die hat nämlich schon Maulsperre. Jeder von meinen Mitarbeitern, den hat die Unterhose lang gezogen. Mensch, das macht Laune und dann nimmst du ab dabei, seid ihr. Besonders wichtig ist es mir, Körpergeruch zu vermeiden. Leider war das in meinem Fall oft dermaßen problematisch, dass einfach kein Produkt meinen Erfordernissen gewachsen war. Heute hat er mich keiner kennt. Ich kalle mich in der Gemeinheit. Bitte, bitte, finde für mich meine BH-Ausstopfung und dann für unten dieses Spray. Und dann müssen diese ganzen Klamotten hier ausmuffiziert werden, weil dieser Kleiderschrank, der stinkt wie der Misthaufen der Hölle. Guck mal, das ist ganz lecker. Probier mal. Nee, ich will nicht. Du sollst es probieren. Ich muss da kotzen, Mensch. Du bist mein Schatz. Ah. Wer kann das sein? Warte hier. Mit dem neuen Wundermittel jätet jetzt wieder, aber seine Frau ist nur überstrapaziert. Sieht aus wie ein Riesenpopel. Ey, wenn du dich da darüber lustig machst, da brauchen wir das auch nicht gucken. Das sieht ja aus wie ein Perik. Danke. Das ist aber kein Perik. Das ist ein Mob. Maria Rosbach kommt zu uns von einem fortgeschrittenen Orden, wo viel Blödsinn und Durcheinander an der Tagesordnung waren. Aber jetzt ist sie hier bei uns und sucht ernsthafte Disziplin. Ja. Ein Fünfjähriger hätte das schon längst fertig. Sag mal, du hast wohl einen Knall, wa? Wo willst du denn um die Uhrzeit einen Fünfjährigen auftreiben, wenn ich mal fragen darf? Nee, danke. Nee, Fehlanzeige. Nee, soll ich mal was überziehen? Emma Wanst, 44, aus Oranienburg, wurde wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaftet. Laut Augenzeugenberichten rannte die betrunkene Wanst, gekleidet in einem Kuhkostüm, Kindern hinterher, schmiss mit Müllcontainern und brachte den Straßenverkehr zum Stillstand. Nun sag mal, was hast du dir denn da jetzt wieder verzapft? Ich wusste, dass du mir deine Schuhe schieben wolltest. Nee, aber
du, der Name Wanst, den hast du da wohl zurecht, wa? Also Wanst, Emma. Ja, und Emma auch. Emma Wanst. Finde ich ganz gut für eine Kuh. Ja, aber guck doch mal. Wenn du schon mal die Wahl hast, ein Kuhkostüm. Was für eine Wahl? Na, so ein Kuhkostüm zu kaufen. Von was redest du denn? Als ob sich jeder ein Kuhkostüm kaufen würde. Na, ich zum Beispiel würde mir ein lila Kuhkostüm kaufen. Das ist doch für glückliche Kühe so. Wisst ihr doch, wa? Schokolade. Wir sind gleich wieder da mit einem Bericht von Sarah Palin in nackigem U-Bahn-Schacht. Wegen der Rationierung von Süßwaren brauchst du dir doch keine Sorgen zu machen. Darüber habe ich noch keinen Gedanken verloren. Du weißt doch, dass ich eine Gummibärchenfabrik besitze. Ja, ich erinnere mich. Naja, deine Knabberkästchen, die werde ich schon vollhalten. Ist das zu weich oder zu hart? Mensch, ist das heiß hier in dem Affenhaus. Oh. Mensch, wo sind meine Schlagertexte? Die gibt's doch nicht. Du hast der Oma ihr Häusi festoffen. Du Schwein! Ah, und jetzt musst du die Rechnung zahlen. Vom Wirtshaus und vom Puff. Das ist alles Geschwätz. Nix da davor stimmt. Das ist gar Geschwätz. Sie popeln ja schon wieder. Und das mit dem Mundgeruch stimmt auch. Oh, dieser Brustwarzenring war eine Schnapsidee. Paff mich nicht an. Du und deine scheiß Gummibärchen kannst mir den Buckel runterrutschen und glaub mir, ich hab einen. Und dann kannst du mich am Arsch lecken, kreuzweise. Du hast doch Oma ihr Klauhäusi versoffen. Das ist ja das allerletzte. Du Schwein. Du Grieße. Ich sag das. Du säufst und fickst dich hier durch und wir können dafür zahlen. Nix gibt's mehr. Scheiße, aus da damit. Ich sag's dem Opa, der haut dir den Arsch voll. Kind, sag mit Wahrheit, hab ich im Mundgeruch? Mama, du stinkst aus dem Maul wie eine Kuh aus dem Arsch. Das Leben geht doch ohne Gummibärchen weiter. Und die ulkigen Forzgeräusche, die hast du wohl vergessen. Meine waren viel besser. Ich muss mich doch vorbereiten. Sonst kann ich dies ja wieder nicht mitmachen. Ich muss hier winnen. Ich hab gehört, ihr Mann wart draus auf sie. Hier ist ihr Knickeljäcksche. Und wissen Sie was? Es gibt ganz billige Pfefferminzbonbons. Die kaufen sie sich. Nicht lutsche, kaue. Hallo? Ja, Mensch, ihr kriegt das kalte Kotzen. Na klar, hab ich geübt. Ich kann halt keinen Spagat mehr. Schäm dich! Ich soll mich schämen? Oh, leck mich doch am Arsch. Beiß ihm die Hirn ab, Hasso! Beißen! Beiß ihm die Hirn ab! Ja. Ja, ich mach auf jeden Fall mit. Natürlich. Ja, ich hab die Schlagertexte hier gefunden. Ja. Mensch, jetzt lass mal da meine Ruhe. Gut. Verdammte Scheiße. Stopf dir deine Gummibärchen in den Hintern! Dann zähl bis 100 und dann ruf deine Mami, du Armleuchter! Ich hab doch gedacht, ich riech was. Jetzt geh mal heim, schrubbe da Gebiss und dann geht's in die Haia.